Ja, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und freue mich, dass Sie nach dem langen Samstag, den wir miteinander verbracht haben, heute wieder den Weg hier hingefunden haben mit der deutlich verschlechterten Wetterbedingungen. Insofern freue ich mich auch, dass die Deutsche Bundesbahn es geschafft hat, Frau Hebestreit-Müller aus Berlin nach Osnabrück zu bringen. Sie können mir hier direkt wechseln. Ja, ich werde Frau Hebestreit-Müller nicht großartig vorstellen. Sie ist Direktorin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, ist seit sehr, sehr langer Zeit im Bereich der Frühpädagogik tätig und sind auch noch Honorarprofessorin an der Universität Halle-Wittenberg. Ja, Sie hören heute was über Early Excellence Center und mit dem Untertitel eine Strategie der Qualitätsentwicklung, und Sie haben es dort mit einem Thema zu tun, ja, ich sag's mal, wo Leben drin ist. Meines Erachtens ist da Leben drin, es sind Weiterentwicklungen, Weitergedanken. Eigentlich ist in dem, was Sie heute hören, vieles drin, was wir auch am Samstag besprochen haben. Und ich hoffe, Sie hören so ein bisschen etwas daraus. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auf Ihren Vortrag. Danke, Herr Hofmann. Ja, ich würde Ihnen gerne heute etwas berichten über die Entstehung einer Konzeption, ihre Umsetzung und ihre Bedeutung für die Praxis. Für praktische Weiterentwicklung, festgemacht am Begriff Qualitätsentwicklung. Weil das ist der Kern, worum es uns geht. Eine hohe Qualität von Arbeit in den Einrichtungen. An den Anfang möchte ich Ihnen einen kurzen Film stellen. Und zwar vom ZDF, vor einiger Zeit gedreht worden. Das war relativ zu Beginn der Arbeit an der Early Excellence Konzeption in der Piloteinrichtung Schillerstraße. Das Interessante ist, dass das ZDF eine solche Konzeption wirklich innerhalb von 3 Minuten auf den Punkt bringen kann. Das hat mich dabei im Übrigen auch nochmal in hohem Maße fasziniert. So. Beim Bildungsgipfel der Kanzlerin morgen in Dresden wird es vor allem darum gehen, warum es in Deutschland an Fachkräften und Akademikern fehlt. Darauf könnte man natürlich leicht antworten, wer Studiengebühren einführt, muss sich nicht wundern, wenn die Studenten ausbleiben. Doch so einfach ist es nicht. Denn die sogenannte Bildungslücke beginnt viel früher, wenn die potenziellen Fachkräfte noch in den Windeln liegen. Deshalb ist die sogenannte frühkindliche Bildung neuerdings in aller Munde. Eine Bildung, die übrigens Gebühren kostet, wogegen niemand demonstriert. Und die Kinder aus sozial schwachen Elternhäusern, die frühe Hilfe am nötigsten hätten, sind meist die letzten, die man in Kitas und Kindergärten antrifft. Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, was genau denn frühkindliche Bildung überhaupt leisten kann. Das beschreibt uns Carsten Behrendt an einem Beispiel in Berlin. Diese Woche steht Freya unter Beobachtung. Ihre Erzieherinnen im Kindergarten registrieren, wie die Vierjährige ihr Bild malt. Auf ihrem Beobachtungsbogen notiert Regina Out all das, was Freya so kann. Sie ist ganz konzentriert auf das, was sie macht. Sie wählt ja ganz gezielt immer wieder die Farben aus, die sie in dem Tuschkasten schön findet. Ich denke hier, die Blautöne und die Lilatöne sind ja vorstechend bei ihrem Bild. Early Excellence heißt das Konzept. Mit Hilfe eines privaten Stifters holte die Berliner Kita das Programm aus England. Jetzt muss die öffentliche Finanzierung ausreichen. Exzellenz, das klingt nach kleinen Einsteins, aber das ist nicht das Ziel. Es geht um einen guten Bildungsstart für alle Kinder. Niemand soll schon hier auf der Strecke bleiben. Ein Wechselspiel von festen Strukturen und Freiräumen. Hab ich schon. Wir tuschen nicht alle gemeinsam irgendwelche Winterbilder oder irgendwie sowas. Und ich denke, dass das der große Erfolg ist, Kinder in ihren Bildungsprozessen selbst wählen zu lassen, was sie machen. Während morgen beim Gipfel Kanzlerinnen und Länder auch bei der frühkindlichen Bildung endlich durchstarten wollen, verbreiten die Berliner ihre Idee längst an Kitas in ganz Deutschland. Eine Bewegung von unten sei das, von denen, die täglich mit den Kindern zusammen sind. Das Reizvolle an diesem Konzept ist, dass es keines ist, was man sich am Schreibtisch ausgedacht hat und was Praktiker nun umsetzen sollen, sondern eines, das auf die Kompetenzen der Erzieherinnen selber aufbaut. Jedes Kind hat Talente, jedes soll individuell gefördert werden. Gemeinsam besprechen die Erzieherinnen, was sie bei der kleinen Freya beobachtet haben. Körperbewegung und Gesundheit ist die Grobmotorik des Umrühren. Naturwissenschaftliche und technische Grunderfarben ist das Farbenmischen. Also es war auch ziemlich deutlich, dass sie immer die Farben
wieder ein bisschen ausprobiert hat. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das eben zusammenträgt und dass man dann daraus etwas entwickelt, was Freya noch einen Tick weiterbringen kann in ihrem Interesse und in ihrer Fertigkeit. Während die anderen Kinder spielen, darf Freya allein experimentieren. Eine Stunde geht es nur um sie. Für die Eltern wird alles festgehalten und danach besprochen. Da ist Einzelklau. Aber das ist rot. Da ist das grün. Ein Kraftakt für die Erzieher, denn wie überall ist das Personal knapp. Regina Out wünscht sich Verstärkung, eine bessere Bezahlung und mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Ich denke auch, dass es wichtig ist, den Erzieherberuf einfach in ein anderes Licht zu rücken. Also wir sind nicht nur die Spieltanten der Nation, sondern wir sind eine Bildungseinrichtung. Und Bildung fängt schon im frühkindlichen Alter an, wie man weiß. Das große Trommeln auf dem Bildungsgipfel morgen sieht man in der Berliner Kita skeptisch. Die Erzieher fürchten, dass Freya und den anderen schnell der Spaß am Lernen vergehen könnte, wenn es bald. Sie haben im Übrigen schon eine ganz wesentliche Fähigkeit in dem Film gesehen, die Profis ausmacht in unserem Feld. Nicht nur in der Frühpädagogik, sondern in allen Feldern, nämlich die eigene Konzeption formulieren, darstellen und anderen plausibel machen zu können, und zwar auf eine Weise, dass andere sie verstehen, dass Eltern das verstehen, dass hier im Rahmen von Fernsehen das verstanden wird, worum geht's eigentlich, und dass man untereinander sich verständigt darüber, was sind die wichtigen Dinge, die mein Handeln ausmacht. Also das Ausformulieren einer Konzeption ist eine Grundlage professionellen Handelns. Daran können Sie erkennen, ob jemand wirklich sein Handwerk versteht oder nicht. Man muss es formulieren können. So, ich werde Ihnen heute das Modell anhand von 4 Punkten darstellen, nämlich einmal die Entstehung. Es ist immer wichtig, auch zu verstehen, wie ist was entstanden. Weil nur dann verstehe ich, dass es veränderbar ist. Ja, sonst wirkt das so, das wirkt immer so fertig. Konzepte wirken immer so fertig. Das sind sie nicht. Sondern die haben Entstehungskontext, den muss man sich vor Augen führen, um gerade auch die Veränderbarkeit von Konzepten nachvollziehen zu können. Zweitens möchte ich Ihnen vorstellen, unsere Konzeption von Beobachtung, weil Beobachtungen sich erwiesen haben im Rahmen des Konzeptes als Hebel zur Veränderung. Im dritten Teil erfahren Sie was über Qualitätsentwicklung und insbesondere auch um den Punkt Verbindlichkeit. Das werde ich in dem Rahmen nochmal deutlich machen. Und schließlich was zur Veränderung der professionellen Rolle im Kontext von Qualitätsentwicklungsprozessen, die vorangetrieben werden durch die Erzieherinnen selber. Durch die Fachkräfte selber. Sie können sozusagen das, was hier das Konzept im Bereich der Frühpädagogik ausmacht, auch übertragen auf andere Bereiche. Wir arbeiten jetzt auf ähnliche Weise auch in Grundschulen. So, zur Entstehung des Modells. Das ist mittlerweile 14 Jahre her. Da haben wir uns in England eine Einrichtung angeguckt, das Penguin Center, und waren fasziniert davon. Wir waren von bestimmten Punkten in höchstem Maße fasziniert, von der Arbeit mit Eltern, von der intensiven Arbeit mit Kindern, von der Art der Vernetzung mit anderen Einrichtungen und haben die Idee gehabt, zu überlegen, was davon können wir wie übertragen. Auf unsere Verhältnisse. Ja, was sind Ideen, die reizvoll sind? Was bringt uns weiter? Was ist spannend? Mittlerweile ist es so, dass wir die Konzeption nach einer Pilotphase übertragen haben auf sämtliche Einrichtungen. Das heißt, das, was ich jetzt am Beispiel einer Kita darstelle, lässt sich übertragen im Kern, die Leitideen, auch auf Schule, auf Familienzentren, auf offene Familienzentren, auf Familienberatung, auf Arbeit mit Jugendlichen. Man muss sich immer nur, und das ist wichtig, besinnen auf den Kern und immer unterscheiden zwischen Zielen und Wegen.
So, warum haben wir das Early Excellence genannt? In England war Early Excellence ein Programm, ein politisches Programm. Das heißt, es war eine Förderung mit dem Ziel, möglichst viele integrierte Zentren, die Angebote für Kinder, für Familien, Arbeitsmarktangebote, Gesundheitsangebote unter einem Dach vereinten, zu fördern, zu unterstützen und da Geld hineinzubringen. Heute heißt dieses Programm Schulstart und akzentuiert die Förderung nochmal etwas anders. Damals hieß es Early Excellence. Ich fand aber, auch wenn sozusagen Early Excellence ja nun mal ein englischer Begriff ist, bringt da gerade diesen Exzellenzgedanken ja mit hinein in die Elementarpädagogik. Bislang war es in Deutschland so, über Exzellenz zu reden, das galt allenfalls für Exzellenzuniversitäten. Ich finde, Exzellenz muss gerade in der Frühpädagogik, muss so früh anfangen wie überhaupt möglich. Das soll diese Bezeichnung transportieren. Ja? Auch da sehen Sie, wie ein Programm heißt, fängt schon mit einer Entscheidung an. Ich will damit eine Aussage machen. Ich will damit was sagen. Und gleichzeitig befremdet es natürlich. Wieso nimmt ihr da, habt ihr da so einen englischen Namen? So, die zentralen konzeptionellen Schwerpunkte. Ich sage gleich noch was dazu im Einzelnen. Aber als wir uns das Programm in England in den Einrichtungen angeguckt haben, fanden wir das in dieser Form erstmal nicht. Wie gesagt, da ging es ganz wesentlich darum, verschiedene Bereiche, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Familie, Kinder, auch Schule, und möglichst unter einem Dach zu integrieren und dadurch intensiv in der Zusammenarbeit noch stärker die Familien und Kinder zu erreichen. Wir haben diese drei Ebenen herauskristallisiert, weil wir fanden, das sind Dinge, die für uns anregend sind in Deutschland, nämlich ressourcenorientierte Beobachtung. Das ist in England ein ganz zentrales Anliegen, im Übrigen alle Einrichtungen, Kinder zu beobachten, individuell zu beobachten, ist in den Curricula verankert, mittlerweile in den deutschen Curricula auch. Als wir angefangen haben, im Jahr 2000, das war noch vor PISA, da hat noch niemand von Beobachtungen von Kindern, ressourcenorientierten Beobachtungen gesprochen. Ressourcenorientiert heißt auf Kompetenzen und Potenziale von Kindern. Da hat man Kinder im Wesentlichen defizitorientiert betrachtet im Rahmen der Erarbeitung von Förderplänen, ja, wenn es um Kinder ging, die irgendwie Probleme hatten oder vor allen Dingen Probleme machten. Die Einbeziehung der Eltern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder. Wir haben das so benannt, weil wir einen anderen Akzent setzen wollten aus den Erfahrungen in England gegenüber dem Begriff Zusammenarbeit mit Eltern. Einbeziehen der Eltern in Bildungsprozesse der Kinder heißt, ich arbeite intensiv mit den Eltern an der Frage, was tut das Kind, was macht das Kind, wie kann ich es in der Kita unterstützen, wie kann ich es zu Hause unterstützen. Das heißt, der Fokus der Zusammenarbeit mit den Eltern ist das Kind, das einzelne Kind. Und die Konzeption geht davon aus, dass nichts Eltern so sehr interessiert wie die eigenen Kinder. Und das alle Eltern, aus allen Schichten, mit allen Hintergründen, ob Migrationshintergrund, ob Bildungsbürgertum, alle Eltern interessieren sich für ihre Kinder und damit entsteht auch eine andere Verbindung zu der Einrichtung. So, und wir wollten, auch das haben wir gesehen in England, dass es nochmal auf ganz andere Weise verbunden war, konzeptionell und in der Praxis die Einrichtung öffnen für junge Familien im Stadtteil. Das heißt zum Beispiel für Kitas, dass sie Angebote machen, Eltern aktivieren und einbeziehen, wo immer es geht, in die Einrichtung, in die Arbeit. So, das ist ein ganz
wichtiger Punkt, dass wir anknüpfen an unsere eigenen Traditionen. Es gibt ja nichts Dümmeres, um mit einer veränderten Konzeption anzufangen, als zu sagen, alles, was ihr bisher gemacht habt, war nichts. Jetzt kommt das neu, jetzt müsst ihr alles vergessen, jetzt fangt ihr neu an. Das produziert zu Recht und Gott sei Dank Widerstand. Weil immer und überall gibt es auch sozusagen Praxis, die sich bewährt hat, die gut ist. Und wir als Bester Luzi Fröbelhaus haben natürlich vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte überhaupt die Entscheidung getroffen, uns einzulassen auf diese englische Konzeption, wie wir sie im Penguin Center in Corby gefunden haben und haben mit denen auch eine enge Zusammenarbeit aufgebaut, weil es nämlich Verbindungen gab und nach wie vor gibt, bezogen auf eine Tradition von Fröbel. Unser Haus ist gegründet worden von Henriette Schrader-Breimann 1874. Es war eine Großnichte von Fröbel und deren Idee war, diese hohe Qualität der Praxis in Kitas zu gewährleisten durch eine hohe Qualität von Ausbildung und hat von daher das Pestler und Fröbelhaus geschaffen als eine Einrichtung in enger Verbindung von Praxis, Ausbildung, auch Forschung. Und im Penguin Center gibt es einen ähnlichen Fokus auf Fröbelpädagogik. Ja? Das heißt, Bildung fängt nicht erst in der Schule an. Kernsatz von Fröbel. Kinder bilden sich selbsttätig im Spiel. Die Bedeutung des Spiels. Ein wesentlicher Fokus der Fröbelpädagogik. Kinder sind schöpferisch. Ja? Bildung fängt nicht erst an, wenn Kinder in die Schule gehen. Kinder bilden sich von Anfang an. Und Eltern, vor allen Dingen Mütter, sind die ersten Erzieher ihrer Kinder. Ganz wesentlicher Punkt, auf die sich die pädagogische Tradition bezieht, im Übrigen ist es so, dass in England Fröbel wieder sehr stark diskutiert wird und wir auch in Deutschland erleben, dass man sich wieder dieser Tradition der Fröbelpädagogik zuwendet. Ich finde das ausgesprochen positiv, dass das so geschieht. Und wir haben natürlich Pestalozzi vor Augen, die ganzheitliche Bildung. Ja, Sie kennen das. Kopf, Hand und Herz. Nicht nur Lernen über den Kopf, nicht nur Lernen über kognitive Prozesse, sondern indem ich selber etwas erfahre, eigene Erfahrungen mache, selber hantiere, etwas anfassen. Ich kriege keine Vorstellung vom Apfel, wenn ich nicht mal in der Hand gehabt habe. Die direkte Anschauung ist das Fundament von Bildung. Und Pestalozzi betont immer, man muss sich um jedes einzelne Kind kümmern. Kein Kind darf verloren gehen. Und der soziale Kontext des Aufwachsens, der Bildungsprozesse von Kindern spielt bei Pestalozzi eine große Rolle. Fröbel war im Übrigen ja auch ein Pestalozzi-Schüler. So, das heißt, wir haben uns einlassen können auf die Konzeption in England, weil wir von den vergleichbaren Traditionen auch getragen werden. Und wir haben uns, und das ist wichtig, bei Konzeptentwicklung, ich habe es jetzt eben schon angedeutet, immer wieder in den Vordergrund gerade zu Beginn zu stellen, was hat sich denn bei dem, was ihr jetzt macht, eigentlich bewährt? Was ist gut? Was funktioniert bei euch? Was wollt ihr keinesfalls aufgeben? Ich sage das jetzt beispielhaft für uns, weil sozusagen das, was wir hier nicht aufgeben wollten, was wir wichtig fanden, sich niederschlägt in der Konzeption von Early Excellence, wie wir sie seit 14 Jahren vertreten in Deutschland und wie sie über vielfältige Prozesse adaptiert wurden. Nämlich, wir hatten eine Konzeption von Eingewöhnung. Haben wir nicht selber erfunden, aber in unseren Einrichtungen erfolgreich umgesetzt. Da beziehen wir uns auf Leven und Andres, die ja mit ihrer Eingewöhnungskonzeption
sehr starke Akzente in den Bereich gesetzt haben und letztlich die Konzeption so ausformuliert haben, dass Praxis damit etwas anfangen kann. Also die haben sozusagen die Frühpädagogik mit ihrer Konzeption sehr stark beeinflusst, uns auch. Dazu gehört ein Bezugserzieherinnensystem. Wir haben keine Erzieherinnen, die, ja, beziehungsweise wir haben eine offene Arbeit, die voraussetzt, dass wir Bezugserzieher haben, die sich dann um das einzelne Kind kümmern. Und wenn ich ein Kind eingewöhne in einer Einrichtung, dann macht das die Bezugserzieherin. Die Bezugserzieherin begleitet den Prozess des Lebens, der Bildung des Kindes in der Einrichtung, bis es in die Schule geht. Ja, ist also sozusagen dauerhaft Ansprechpartnerin. Und das ist ganz wichtig, eine solche Bezugserzieherin zu haben, denn wenn ich offene Arbeit etabliere in einer Einrichtung, das heißt, mich abwende von der Arbeit in Gruppen, ja, da ist die Tür zu, da ist eine Gruppe von 15, 20 Kindern, da sind vielleicht ein bis zwei Erzieherinnen zuständig, die mit den Kindern arbeiten, ist das was anderes als offene Arbeit? Offene Arbeit heißt, ich muss mir die Einrichtung als Ganzes vorstellen mit Funktionsräumen, das heißt, die Kinder können sich frei bewegen, sich bewegen in Bauräume, in Kreativräume, Ateliers, Forschungsbereiche, Essbereiche, Puppenspielbereiche. Also ganz unterschiedlich strukturierte Räume und werden über den Tag begleitet durch eine bestimmte Struktur und natürlich haben immer ihre Bezugserzieherin, an die sie sich wenden können und die auch im Laufe des Tages die Kinder zusammenholt zu Storytime oder Ähnlichem. Das heißt, kurz gesagt, offene Arbeit spielte in unserer Einrichtung eine große Rolle. In der Konzeption von Early Excellence umso mehr. Und das aus pragmatischen Gründen, genauso sehr wie Altersmischung, weil wenn ich auf offene Arbeit zugehe, kann ich auch nicht mehr altershomogene Gruppen organisieren in einer Richtung. Spielt eine bestimmte wichtige Rolle deshalb, weil ich ohne offene Arbeit, ohne Bezugserziehersystem Beobachtungen gar nicht realisieren kann. Auf Beobachtungen komme ich gleich noch, weil die erste Frage in Einrichtungen, die keine offene Arbeit haben und die sagen, wir wollen aber einzelne Kinder beobachten, genau beobachten und diese Prozesse dokumentieren, stoßen schnell auf das Problem, ja, wie soll ich denn das machen? Ich bin jetzt den ganzen Tag alleine in der Gruppe oder allenfalls noch mit einer weiteren Erzieherin und das schaffen wir nicht. Das heißt, die offene Arbeit bietet auch ganz andere organisatorische Bedingungen für die faktische Durchführung von Beobachtungen. Und die Frage für uns ist immer, das, was wir hier konzeptionell vertreten, muss in der Praxis auch durchführbar sein. Ja? Sonst können wir das vergessen. Das heißt, die Konzeption entwickelt sich immer im engen Austausch mit den Praktikerinnen, die sagen, was geht und was nicht geht. Sonst sollte man das wirklich lassen. Dann sind das super Ideen, die die Anforderungen für Erzieherinnen und Fachkräfte ohne Ende erhöhen und die Frustrationen auch. Das heißt, alles, was konzeptionell vertreten wird, muss auch dem Praxistest bestehen. Ja, das ist ein ganz zentraler Lackmustest für Konzepte. Uns ist es einfach nur rumgeredet. So, das ist eine zentrale These unserer Early Excellence Konzeption, dass nämlich Early Excellence kein fertiges Konzept ist, sondern eines, was in der Praxis immer neu entwickelt werden muss, was immer neu Anregungen aufgreifen muss, der Praktiker selber, ich habe ja jetzt eben schon gesagt, es muss praktisch durchführbar sein. Was bewährt sich da? Was ist gut? Was funktioniert? Was bringt die Kinder weiter? Was bringt die Eltern weiter? Diese Erfahrungen müssen aufgegriffen werden in der Konzeption, aber auch
neue Forschungsergebnisse. Ja? Sustained Shared Thinking. Dialoge mit Kindern, kognitive Dialoge mit Kindern. Auch da gibt es neue, auch in Deutschland, neue Forschungen zu, neue Ergebnisse, wie man Kinder unterstützen kann. Und natürlich, und daran liegt uns auch, wir entwickeln unsere Konzeption weiter im internationalen Diskurs. Ja, uns liegt daran zu erfahren, wie macht ihr das in anderen Ländern? Was passiert da gerade? Bildungs- und Lerngeschichten ist vielen von Ihnen sicher ein Begriff, kommen ja zum Beispiel auch aus einem anderen Land, aus Neuseeland. Margaret Carr, ne, als diejenige, die da federführend die Prozesse in Neuseeland vorantreibt, ist vielen sicher auch ein Begriff. So, was ist der eigentliche Hebel für Veränderung? Erstmal die Frage ist ja schon interessant. Veränderung. Wie kommt man eigentlich dazu und warum Praxis zu verändern? Was ist da der Punkt, womit sich Praxis überhaupt verändern lässt und womit ich auch sichtbare Erfolge bekomme? Ja, es muss ja etwas passieren, was auch in der Praxis selber ein Gefühl dafür entwickelt, da passiert was, was im Sinne der Kinder ist. Und hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass es die Haltungsänderung ist, die Art und Weise, wie pädagogische Fachkräfte Kinder betrachten, wie sie sie sehen, wie sie sich selber erleben, auch im Miteinander und den Eltern gegenüber. Ein anderes partnerschaftliches Verhältnis entwickeln. Eine positive Grundhaltung entwickeln. Ja, das kann man dann so sagen. Hört sich gut an. Entwickeln eine andere Haltung. Wenn ich Ihnen das sage jetzt, dann wissen Sie, was in Ihnen abläuft. Werden Sie nämlich sagen, eins machen Sie nicht. Sie ändern nicht Ihre Haltung. Ganz bestimmt. So wird es mir gehen und Ihnen sicher auch. Das heißt, es ist paradox. Ich kann nicht sozusagen, weil ich gefunden habe, dass Haltungsänderung wichtig ist, eine Haltungsänderung verordnen. Geht gar nicht. Führt zum Gegenteil. Wir haben festgestellt, dass der Weg dazu, tatsächlich einen anderen Blick auf Kinder zu bekommen, eine positive Sichtweise auf Kinder zu bekommen, über eine spezifische Form der Beobachtung läuft. So, und diese Beobachtung, das habe ich jetzt eben schon deutlich gemacht, laufen nicht, indem ich sage, dann lass uns mal so ein Training machen von wie ändere ich meine Haltung, sondern ganz praktisch. Ganz praktisch, nämlich in der Trias des professionellen Handelns, indem ich Wissen aneigne, indem ich etwas kann und das Können erwerbe, indem ich etwas tue, nämlich auf bestimmte Weise beobachten, werde ich gleich nochmal was zu sagen, und handeln. Ne? Dieser Trias von Wissen, Können, Handeln und der Reflexion des Handelns verändert sich die eigene Haltung. Das heißt, das Spannende daran ist, ich kann es lernen, wenn ich mich darauf einlasse. So, die Beobachtung, das ist der Kernpunkt. Die Beobachtung selber, wie ich Kinder beobachte, was ich beobachte, da geht es um das Entdecken der Stärken, Kompetenzen und Potenziale von Kindern. Was können die eigentlich? Ja, und zwar bezogen auf jedes einzelne Kind. Und indem ich mich darauf einlasse,
ganz genau hinzuschauen, zu entdecken, auch das Kind beim Beobachten neu wahrzunehmen, entsteht so etwas wie eine respektvoll wertschätzende Haltung. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man sich vor Augen hält, was es bedeutet, wenn ich mir, und darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger, 5 Minuten Zeit nehme, mich herausziehe aus dem Arbeitsalltag einer pädagogischen Fachkraft und meinen Blick ganz und gar auf ein einzelnes Kind richte, auf ein einzelnes Kind. Und dann versuche zu entdecken, was dieses Kind kann. Was macht es? Was tut es? Manchmal ist es so, dass man Kinder, wenn man sie im Gruppengeschehen, Alltag wahrnimmt, das eine als störend, das andere vielleicht gar nicht wahrnimmt, ein drittes Kind als eins, was immer irgendwie Schwierigkeiten mit anderen hat. Und wenn ich dann den Blick fokussiere, in wenigen Minuten, darauf, was es jetzt macht, dann stelle ich fest, dass ich plötzlich Dinge entdecke, die mir vorher völlig entgangen sind. Machen Sie mal den Test in einem Seminar oder auf dem Spielplatz. Schauen sich da Kinder genau an. Was entdecken Sie? Was sehen Sie? Was machen die Kinder? Was hat jetzt hier Korczak zu suchen? Sehr viel. Weil Korczak betont den Gedanken, Kinder aus ihre eigenen Perspektive verstehen. Nicht mit eigenen Interpretationen, was ich immer schon wusste über das Kind. Ja, der verhält sich so, weil, ich weiß doch, im Elternhaus gibt es gar ein Problem. Sondern versuchen sich ganz und gar auf die Perspektive des Kindes einzulassen und von daher beschreiben. Und diese Form des Beobachtens heißt, ich nehme das Kind als anderes wahr. Ich interpretiere es nicht von dem, was ich denke, dass ich wüsste, sondern versuche zu verstehen, was das Kind ausmacht, was das Kind sagt, tut, macht. Das heißt, in dieser Distanz zu dem Kind als anderem entwickelt sich der Respekt zum Kind. Nicht nur zum Kind, zu anderen überhaupt. Das ist auch ein Prozess, wenn der einmal angefangen hat in Einrichtungen, dann bezieht sich diese Art, andere Menschen anzuschauen, diese respektvolle Distanz, die eingenommen wird, auch auf Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Regeln und ohne Regeln und Verfahren wird es schwer zu beobachten, weil ich muss mich ja anschließend verständigen. Und verständigen geht nur, wenn ich ein gemeinsames Verfahren habe, gemeinsame Beobachtungsregeln habe. Sonst beobachtet der eine das, der andere das. Und ich habe wenig Grundlage, um gemeinsam nachher auch auszuwerten und zu interpretieren. Unsere Beobachtungsregeln sind erstmal genau zu beschreiben, was tut das Kind. Weil im Tun des Kindes realisiert es das, was ihm wichtig und bedeutsam ist. Kinder beherrschen ja keine Metakommunikation. Sondern sie zeigen in ihrem Tun, worum es ihnen geht. Und nicht gleich interpretieren. Zu lernen, dass Interpretation was anderes ist als genaue Beschreibung. Sehen, dass in diesem Verfahren gleichzeitig auch beschrieben wird, was
Professionalisierung in der Praxis ausmacht. Und es ist faktisch ein Professionalisierungsprozess, sich auf dieses Konzept einzulassen. Die dritte Regel ist, achte darauf, ob das Kind sich wohlfühlt. Und achte darauf, ob das Kind engagiert bei der Sache ist. Da, bei diesen beiden Punkten spüren Sie sofort, da geht es um die Leuwener Engagiertheitsskala. Die steckt dahinter. Das ist die Konzeption von Verlavers und anderen am SIGO in Löwen in Belgien, der sehr stark auch Konzepte hier in Deutschland beeinflusst hat. Und der sagt, wenn ich Kinder verstehen will, wenn ich Bildungsprozesse entdecken will, wenn ich wirklich herausbekommen will, wann ist das Kind intensiv in Bildungsprozessen befasst mit etwas, da muss ich auf zwei Foki mich konzentrieren, nämlich darauf, das Kind fühlt sich wohl, es geht ihm gut. Ja? Das ist ein Indikator dafür, dass das Kind in dem Moment entspannt ist und sich auf etwas einlassen kann. Das Kind fühlt sich wohl. Und es ist engagiert bei der Sache. Das heißt, es lässt sich nicht ablenken. Ja? Es ist ganz intensiv mit etwas befasst. Es will etwas. Wir spüren das auch an den Signalen. Manche Kinder sitzen dann und sind also ballen die Fäuste zusammen, werden ganz rot im Gesicht vor Aufregung. Ja? Weil sie so intensiv mit etwas befasst sind. Und wenn diese zwei Aspekte beobachtbar sind, können wir davon ausgehen, das Kind ist in Bildungsprozessen. Und wenn wir Kinder entdecken, die sich wohlfühlen, die engagiert bei der Sache sind, dann können wir davon ausgehen, dass es hier um Fragen geht, die das Kind interessieren, um Interesse, das dahinter steht, um Motivation. Und das heißt, darauf können wir aufbauen, wenn wir das Kind weiter unterstützen und fördern wollen. So ein Instrument, was sich dann auch in unseren Beobachtungsbögen niederschlägt, hatte ich bereits genannt, die Löwener Engagiertheitsskala. Es gibt weitere Schemata, gehen zurück auf Piaget. Ja, Schemata heißt, es gibt bestimmte Verhaltensmuster, mit denen sich Kinder die Welt aneignen. Also beispielsweise transportieren, rotieren, auf etwas hinaufgehen, oben sein, Linien. Das sind Schemata sozusagen, die gerade bei kleinen Kindern beobachtet werden können, mit denen sie die Welt erobern. Eine Möglichkeit zu beobachten, das ist nochmal ein ergänzendes System, sind die Bildungs- und Lerngeschichten. Auf die will ich hier gar nicht im Einzelnen eingehen. Das würde nochmal also einen ganz eigenen Beitrag erfordern. Ich kann nur sagen, es ist äußerst spannend, sich auch damit zu befassen. Und natürlich ein Schwerpunkt, der sich auch im Verfahren niederschlagen muss, das Berliner Bildungsprogramm mit den unterschiedlichen Bildungsbereichen. Ja, mathematische Grunderfahrung, physikalische Grunderfahrung, sprachliche Grunderfahrung, musikalische Grunderfahrung. Ja, die spiegeln sich dann auch in dem Beobachtungsbogen, den wir als Unterstützung der Beobachtung den Erzieherinnen an die Hand geben. Weil es natürlich immer spannend ist zu gucken, in welchen Bildungsbereichen bewegt sich gerade das Kind. Und was hat zum Beispiel das Schnüren eines Schuhs mit Bildung zu tun? In welchem Bereich spielt sich das gerade ab? Ja? Feinmotorik. Und wenn ich sozusagen die Beobachtungen aufschlüssele, entlang solcher Instrumente, dann habe ich zum Beispiel auch eine wunderbare Möglichkeit, mich nicht nur zu verständigen mit anderen Erzieherinnen, sondern auch mit den Eltern, für die es manchmal hochspannend ist, dass das permanente Umwickeln des Kindes von irgendwelchen Stuhlbeinen mit Klorollen, was sie erstmal als Provokation und furchtbar nervig empfunden haben,
dass das ein Bildungsprozess ist. So. Wichtig bei Konzeptionen ist, dass es Verfahren gibt. Verfahren der Verständigung über das, was man sieht, was einem wichtig ist, was bedeutsam ist und eine gemeinsame Reflexion. Weil es wenig nützlich ist in Einrichtungen, wenn einzelne Erzieher, die werden das nach wie vor, wenn sie Kitas, Schulen, was auch immer besuchen, immer wieder erfahren, die eine hat eine Fortbildung gemacht in einem bestimmten Bereich, Bildungs- und Lerngeschichten, dann macht die das. Ja. Die Frage ist, was bringt das für die Einrichtung als solches und was bringt das für die Kinder? Weil da werden sie beobachtet, an anderer Stelle werden sie nicht beobachtet. Wieder eine andere Erzieherin hat bezogen auf das Berliner Bildungsprogramm eine Fortbildung gemacht und dann guckt sie nochmal ganz anders, mit wem will die reden und sich austauschen. Und was hat das für eine Bedeutung für die Einrichtung als Ganzes und das Profil, was diese Einrichtung bildet und das professionelle Know-how, was auch in der Kommunikation miteinander entsteht und sich weiterentwickelt. Das heißt, ganz wesentlich ist, dass Erzieherinnen ein Kind beobachten, kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten sein, und dann ihre Beobachtung miteinander austauschen und reflektieren. Was hast du gesehen? Was habe ich bei dem Kind gesehen? Und die verschiedenen Perspektiven auf das Kind kommen in so einem Gespräch zusammen und zeigen ja auch verschiedene Seiten eines Kindes. Das heißt, das Kind ist nicht so, wie ich es in dem Moment beobachtet habe, sondern ich habe das in einem Moment beobachtet, als es etwas Bestimmtes getan hat. Eine andere sieht was anderes. Und das Bild des Kindes selber wird ein dynamisches. Die Beobachtung für sich genommen ist schon mal ein wesentlicher Schritt, der auch von den Kindern als bedeutsam empfunden wird. Das ist nicht einfach nur ein Umzu, ja, um anschließend irgendetwas anzubieten, sondern Kinder genau beobachten, macht was in der Einrichtung. Und was es macht, ist, dass Kinder sich wertgeschätzt fühlen. Die fühlen sich nicht beobachtet, sondern beachtet, gesehen, weil sie ja wissen, die Erzieherin entdeckt Dinge, die es kann und redet mit den Eltern darüber, was es alles kann. Ja? Ich bin in eine Einrichtung gekommen, ein Kind sagt mir, du kannst da jetzt nicht reingehen. Die sitzen da jetzt und reden über mich. Ja? Der hat sich davor gesetzt, damit die das ungestört tun können, weil er fand das unheimlich wichtig. Aus diesen Beobachtungen gleichwohl entstehen individuelle Angebote. Das heißt, es werden Ideen entwickelt, wie kann man denn anknüpfend an das, was das Kind tut, was ihm bedeutsam ist, ihm etwas anbieten, was es interessiert, womit es einen weiteren Schritt machen kann. Das ist nicht riesig oft, sondern kleinerer, weiterer Schritt, ein Angebot. Ein Angebot heißt übrigens, das Kind kann auch Nein sagen, ne? Das Kind hat zum Beispiel irgendetwas gefaltet. Und dann macht die Erzieherin ein Angebot mit einem größeren Webrahmen. Und wenn das Kind darauf eingeht und ihm das Spaß macht, dann bleibt die Erzieherin eine Stunde, zwei, manchmal drei mit diesem Kind zusammen und widmet sich diesem spezifischen Angebot. Und sie hören daraus, dass ein zentraler Punkt dabei gar nicht allein die Idee ist, die man dem Kind anbietet, sondern die Tatsache, dass dieses einzelne Kind mit seiner Erzieherin Zeit verbringt, die sich nur diesem Kind widmet. Das spielt eine Rolle, das macht einen Unterschied. So, diese Beobachtungen werden alle dokumentiert. Die Dokumentationen
sind natürlich wesentliche Grundlage auch für die Arbeit der Erzieherinnen selber. Sie dokumentieren auch Prozesse der Kinder, Erfahrungen, zeigen Veränderungen im Laufe der Jahre. Sie sind aber auch wichtig für die Kinder selber, weil sie, wenn man beispielsweise in einem Situationsbuch dokumentiert bekommen, was sie in ihrem individuellen Angebot alles zustande gebracht haben. Das wird fotografiert, manchmal videografiert, dann laminiert und den Kindern zur Verfügung gestellt. Und viele Einrichtungen haben dann Regale in den Kitas, wo die einzelnen Dokumentationen auch für die Kinder zugänglich ausgestellt werden. Und wenn man in solche Einrichtungen kommt, wird man es nicht selten erleben, dass die Kinder dann sehr stolz auch ihr Buch holen und einem zeigen wollen, was sie alles können. Gerade wenn Besuch kommt, werden solche Bücher dann auch immer wieder mit nach Hause genommen. Und die Eltern wiederum finden es ganz wichtig, solche Prozesse auch anhand solcher Dokumentationen nachvollziehen zu können, zu sehen, was haben ihre Kinder gemacht, was haben sie gelernt, wie entwickeln sie sich eigentlich und was ist dabei bedeutsam. Ja, das Rotieren um sich selbst oder das Rotieren mit irgendwelchen kleinen Spielzeugen für die Kinder eine wichtige Erfahrung ist, die es wert ist, dokumentiert zu werden und darüber ins Gespräch zu kommen, ist für Eltern sehr wichtig, bedeutsam, weil es weitet auch den Blick auf frühkindliche Bildungsprozesse. Wie werden die einbezogen? Ich fand also diesen Begriff Penn-Green Loop. Also wir haben sozusagen ja diesen Aspekt übernommen vom englischen Penn-Green Center. Die nennen das dort Penn-Green Loop. Das ist die Spirale des wechselseitigen Austausches über die Kinder, der Einbeziehung der Eltern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder. Hier wird sozusagen nochmal anschaulich vorgestellt, indem die Erzieher das Kind in der Kita beobachten, das Wissen an die Eltern weitergeben und die Eltern dabei Ideen entwickeln, was sie mit dem Kind selber zu Hause machen können. Welche Ideen gibt es da? Ja, dieser andere Blickwinkel bedeutet ja auch, dass andere als Plastikspielzeuge eine Relevanz bekommen. Ja, Knöpfe, das Sortieren von Knöpfen. Ja, das Umwickeln von mit unterschiedlichen Materialien, wie sie im Haushalt existieren. Das Auslegen von Linien, das Arbeiten mit Kleben ist wichtiger als die Anschaffung von irgendwelchem anderen Spielzeug. Wir sprechen hier übrigens von Family Worker, das hat einen bestimmten Hintergrund. Das soll deutlich machen, dass die Erzieherin, die bei uns ja im Wesentlichen Erzieherin bezogen auf die Kinder ist und so verstanden wird, hier nochmal eine andere Aufgabe hat, nämlich auch mit den Eltern zu arbeiten und die Eltern als Adressaten ihrer Arbeit zu entdecken. Und Familienarbeiterin bei uns ist eben ein sehr stark sozialpädagogisch konnotierter Begriff. Deswegen haben wir hier Family Worker gerade am Anfang gesagt. So, Qualitätsentwicklung. Zu Qualitätsentwicklung gehört ganz zentral Verbindlichkeit. Verbindlichkeit darüber, was ist uns hier wichtig? Wie gehen wir voran? Wie reflektieren wir? Was sind unsere Standards? Wie oft beobachten wir? Also ein Standard, ne? Standard heißt immer, also ich formuliere ein Ziel, sage aber dann auch ganz genau, woran erkenne ich denn, dass dieses Ziel umgesetzt ist. Das heißt, es geht nicht einfach darum zu sagen, ich will Kinder beobachten, sondern mit welchen Verfahren, wie oft, im Jahr und wie soll der Austausch passieren.
Der Kreislauf dieser Weiterentwicklung in einer Einrichtung läuft bei uns immer in einer ganz bestimmten Form, nämlich mit Fortbildung starten. Fortbildung steht hier auch für die intensive Auseinandersetzung auch mit theoretischen Konzepten, die dahinter stecken. Also beispielsweise hinter Schemas die Piagetische Theorie. Ja, sonst habe ich sozusagen wirklich einen rein praxeologischen Zugang zu solchen Konzepten, da muss ich nur immer irgendwie was machen. Ich muss ja erstmal den theoretischen Hintergrund verstehen, um den es geht. Bei Eingewöhnung heißt es, ich befasse mich intensiv mit Bindungstheorien. Am Ende der Fortbildung steht die Formulierung von Zielen. Was nehme ich mir in dieser Einrichtung vor und bezogen auf welchen zeitlichen Rahmen, in welcher Zeit will ich was erreichen? Und dann definiere ich, was ich umsetzen will und an welchen Indikatoren ich erkenne, dass ich es umgesetzt habe. Woran erkenne ich das? Dass sozusagen, wenn man das einmal eingeübt hat, dieses Handwerk, das ist ein Handwerk, beherrschen Erzieherinnen. Und die bekommen dann die Aufgabe, die sie sich selbst gesetzt haben, nämlich die Ziele anhand von Indikatoren zu überprüfen, das zu dokumentieren. Und das heißt hier zu evaluieren, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht? Und wenn nicht, woran lag es? Und dann startet sozusagen im Reflexionsprozess die nächste Fortbildung, die entweder das vertieft, was bislang abgelaufen ist, oder es erfolgt eine Befassung mit einem weiteren Standard. Diese Qualitätsstandards müssen vereinbart werden. Das heißt, bezogen auf die einzelnen Bereiche, auf offene Arbeit, auf Beobachten, auf Zusammenarbeit mit Eltern, werden schriftlich Leitsätze formuliert, Indikatoren formuliert und der Evaluationsprozess dargelegt. Das sind Qualitätsstandards. Die liegen quasi als fertige schriftliche Standards auch bei uns vor. Und der Punkt dabei ist, dass eine Einrichtung nicht dann gut ist, wenn sie möglichst viele Ziele formuliert, möglichst so viel, dass sie gar nicht erreichen können, sondern dass sie das tut, was geht und das dann auch wirklich tut. Das ist gute Arbeit. Nicht irgendwelche Ziele formulieren, die nachher gar nicht eingehen. Ich will gut und intensiv mit Eltern kooperieren. Ja. Und nun? Wollen Sie, stelle ich Ihnen das fest? Ja. Das heißt, ich muss sagen, ich werde zweimal im Jahr auf der Grundlage der Beobachtung mit so und so viel Eltern ein Entwicklungsgespräch führen. Grundlage des Entwicklungsgesprächs ist 1, 2, 3. Und das kann ich messen. Das kann ich sehen. Das kann ich hören, das kann ich fühlen. Die Eltern waren da, die Bögen waren auch da, das Gespräch hat stattgefunden. Und wichtig ist, darüber einen Austausch zu haben in der Einrichtung, ob diese Prozesse tatsächlich stattfinden, wie sie stattfinden und wie sie vorangehen sollen. Wir beteiligen die Eltern selber an der Erarbeitung der Qualitätsstandards. Das heißt, wir diskutieren mit ausgewählten Eltern, die Interesse daran haben, darüber, was für sie wichtig ist, bezogen auf die Kooperation mit ihnen. Das fließt immer ein, auch in Ziele,
und Indikatoren. So. Wenn man ein Konzept vorantreibt, ist es ganz entscheidend, dass ich mir Ziele setze, die überschaubar sind, dass ich Schritte gehe, die tatsächlich so klein gefasst sind, dass ich sehe, ich bin einen Schritt vorangegangen. Wir sind ja gewohnt, dass Konzepte irgendwie so weit entfernt von Praxis formuliert sind, dass wir gar nicht mehr irgendwie überhaupt noch entdecken können, ja, und was soll ich jetzt machen? Wie soll das gehen? Das Beispiel mit der Haltung war jetzt eben so ein Beispiel. Das heißt, ich muss immer klein anfangen, im überschaubaren Rahmen. Dahinter steckt natürlich die Frage der Selbstwirksamkeit. Jede Erzieherin will wirksam, selbstwirksam sein. Das geht nur, wenn sie kleine Schritte macht, die man sieht, die auch andere sehen können. Also diese Konzepte von auf Bandura fußend kennen Sie sicherlich auch. D.C. Ryan, spannende Lektüre dazu zur Frage der Selbstwirksamkeit. Und es ist da wichtig auch, Erfolge sichtbar zu machen. Das ist übrigens etwas, wo man von englischen Einrichtungen viel lernen kann. Bei uns gibt es im pädagogischen Bereich so eine Kultur, über Erfolge möglichst nicht zu reden. Man will sich ja nicht in den Vordergrund stellen. Wenn ich aber etwas erreichen will, wenn ich vorangehen will, wenn ich als Einrichtung voranschreiten will, wenn ich was erreichen will für die Kinder, da muss ich das, was ich erreiche, auch sehen können und mich daran freuen können und den Eltern sagen können und den Kolleginnen sagen können. Ja, da gibt es in Deutschland viel zu tun an der Stelle. Und das hängt immer mit der Frage zusammen, wie stecke ich die Ziele? Und wenn die so hochgesteckt sind, und da komme ich auf einen anderen Punkt, dass man sie nicht erreichen kann, dann habe ich auch immer wunderbare Gründe, warum ich gar nicht erst anfange. Wir hier setzen drauf, dass auch unter schwierigen Bedingungen und mehr Ressourcen werden wir erstmal nicht bekommen, als wir in unseren Einrichtungen haben. Und mehr als das, was Sie sozusagen in den Arbeitsbereichen, in denen Sie landen, haben, werden Sie auch erstmal nicht bekommen. Das heißt, Sie können sozusagen depressiv den Kopf in den Sand stecken und sagen, wenn hier nicht mehr passiert, kann ich gar nichts machen. Oder Sie sagen, um was haben wir hier? Welche Ressourcen sind da? Und was kann ich anpacken? Was kann ich tun? Und Sie können was tun. Und das, was man tun kann, ist, sich die Frage stellen, und wenn ich beobachten will, wie kann ich das denn realisieren? Wie kann ich das realisieren in dieser Einrichtung, wo doch zu bestimmten Zeiten, also Herbst, immer so eine Zeit, wo gerade die ganz jungen Erzieherinnen, die noch nicht dran gewöhnt sind, krank werden, Grippe haben? Und wie soll das dann gehen? Ja, dann muss ich darüber nachdenken, ob ich wirklich so einen Wochenrhythmus oder einen Zwei-Wochen-Rhythmus oder ob ich sage, in solchen Zeiten einmal im Monat. Die Frage, die ich immer stelle, ist nicht, was geht nicht, sondern denkt drüber nach, was unter den Bedingungen, den realen Bedingungen funktioniert, was gut geht, was läuft, ohne dass ihr anfängt zu hecheln. Selbstwirksamkeit, das hängt damit zusammen, dass die Erzieherinnen entdecken, dass sie die Konzeption nie einfach anwenden müssen, weil es etwas ist, was im dynamischen Prozess sich auch immer weiter voranentwickelt und wo sie die Hauptakteure sind. Das führt dazu, dass sie ihre eigene professionelle Rolle deutlicher ausformulieren können. Selbstbewusster auftreten. Die Frau Out, die Sie in dem Film gesehen haben, ist ein Beispiel. Und dass sie bereit und in der Lage sind,
miteinander zu reflektieren, sich auszutauschen, welche Beobachtungen mache ich, was ist wichtig in der Einrichtung, was möchte ich erreichen. Wir haben den Prozess der Veränderung von Anfang an verbunden mit externen Evaluationen. Das war eine Evaluation von Gerd Schäfer und Roswitha Stegel von der Evangelischen Fachhochschule, Marianne Meinold. Und das Spannende ist, dass die Forscherinnen sich auch, und das ist das Tolle wieder, weil es von den Erzieherinnen massiv und nicht nur von mir eingefordert wurde, in einen Dialog auf Augenhöhe eingebracht haben. Das war wirklich toll, dass das ein Prozess war des wechselseitigen Lernens, des sich Einlassens auf, das denke ich, das sind meine Theorien, die ich im Hinterkopf habe, die ich euch explizit mache. So habe ich das wahrgenommen, so habe ich euch wahrgenommen. Wie seht ihr das? Das war ganz spannend. Und das führt dazu natürlich, dass Praxis selber einen Riesensprung macht in diesem Prozess des gemeinsamen Nachdenkens. Das heißt aber auch, dass die Wissenschaftlerinnen in der Lage sein müssen und sich in die Lage versetzen müssen, das, was sie theoretisch gelernt haben, im Kopf haben und was sie wunderbar mit anderen Theoretikern diskutieren können, so formulieren, dass es a. praxisrelevant ist und dass es von den Erzieherinnen verstanden wird als Beitrag zu ihrer Praxis, zu dem, was sie vor Ort sehen und wahrnehmen. Eine hohe Anforderung an Wissenschaft, die man, wie ich finde, vergessen kann, wenn sie dem nicht sich stellt. Und das, was vor Ort passiert, das, was Erzieherinnen an Erfahrungen machen, muss eine Relevanz haben für die konzeptionelle Weiterentwicklung. Ich sage mal so ein Mini-Beispiel, damit Sie sehen, worum es geht. Ich war jetzt in einer Teambesprechung, wo die Erzieherinnen also ihre jeweiligen Perspektiven auf das Kind ausgetauscht haben und dann festgestellt haben, dass dieses Kind vor allen Dingen immer Möglichkeiten sucht, sich unter etwas zu bewegen und zu setzen. Also unter einen Tisch, unter einen Schreibtisch, unter einen Stuhl, unter eine Hochebene, ja, irgendwo drunter sein. Das haben wir sozusagen als Schema, aber überhaupt nicht abgebildet in unseren Beobachtungen. Und haben die Erzieherinnen entschieden, wir müssen diesen Bogen verändern. Da muss jetzt dieses Schema drunter sein, mit aufgenommen werden. Und die wussten genau, das ist ein Schema. Jetzt haben wir an der Stelle was weiterentwickelt. Ja, wir, nicht Piaget, wir haben das weiterentwickelt und ein neues Schema gefunden. Fand ich toll. Das macht eine hohe Motivation der Erzieherinnen aus, sich selber als Akteur, als aktiv zu erleben. Dazu gehört, dass wenn über Konzepte geredet wird, wenn reflektiert wird, wenn mit Forschung eine Auseinandersetzung passiert, wenn es um Theorien geht, es nicht heißt, oh Gott, sondern ein hohes Eigeninteresse daran ist, sich darauf einzulassen. Ja, also eine Einrichtung hat jetzt vor kurzem nochmal eingefordert, wir brauchen eine intensivere Befassung mit heutigen Theorien auf der Grundlage von Piaget. So, und das heißt, wir müssen uns überlegen, wen können wir dafür gewinnen, der sich auch dann auf so einen Dialog einlässt.
Als wir damals klein angefangen haben, da war es vor PISA so, dass die Frage, wie beobachtet man Kinder und dass man sie überhaupt beobachtet, eher problematisch diskutiert wurde. Wir haben aber dann von Anfang an gesagt, guckt euch doch unsere Praxis einfach an. Schaut euch an, was hier passiert. Und da ich davon ausgehe, dass Konzeptentwicklung etwas ist, was nie fertig ist, was nicht am Schreibtisch entwickelt werden kann von klugen Leuten, die irgendwann den Praktikern sagen, so müsst ihr das machen, dann seid ihr gut, sondern etwas, was immer im Prozess ist und der immer getragen wird von Akteuren, war es uns wichtig, von Anfang an auch Leute gucken zu lassen, wie starten wir überhaupt. Da haben wir festgestellt, das interessiert andere Fachleute ungemein. Wie fangen, das ist nicht nur für Soziologen hochspannend, wie fangen Prozesse überhaupt an? Wie geht das? Wo sind die Hürden? Und wie kommt man dann voran? Und an welchen Punkten habt ihr gedacht, ihr kommt nicht weiter? Ja? Da ist ein Konzept ganz anders überzeugend, wenn man es aus dem Mund der Praktikerin selber hört, die bereit und in der Lage sind, das zu sagen. Und diese Hospitationen haben wesentlich mit dazu geführt, dass in Deutschland sich dieses Konzept ausgebreitet hat. Das hätte ich ja ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es das so tut. Aber auch dieser Aspekt hat wesentlich mit dazu beigetragen. Und ein weiterer Aspekt, nämlich die Ausbildung von Multiplikatoren. Wir haben dann irgendwann einen Verein gegründet und Leute ausgebildet, die sagen, wir würden gerne den Prozess Early Excellence gestalten in unserer Einrichtung bei unserem Träger. Und die bilden wir selber aus. Also die Vereinsmitglieder sind nicht die Ausbilder, sondern nur die Vereinsmitglieder. Und mittlerweile haben wir eine Agentur, die Early Excellence Einrichtungen zertifiziert. Wenn es so ist, im Kontext von Konzeptentwicklung, dass ganz viele Einrichtungen in Deutschland, mittlerweile ist es so, ganz viele Träger sagen, wir wollen das nicht nur, sondern auch behaupten, ja, wir sind jetzt Early Excellence Einrichtung, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, sind die das überhaupt? Und die Frage ist nicht ganz unwichtig, weil eine Early Excellence Einrichtung, die sich so nennt, natürlich auch wieder ausstrahlt auf weitere, und wenn da nicht gewährleistet ist, dass die Qualität stimmt, dann sozusagen kann ein Konzept sehr schnell verkommen, insbesondere eins, was so hohe Ansprüche an Professionsentwicklung hat wie dieses. Insofern haben wir gesagt, es kann und wird in unserem Feld nicht jemanden geben, der sagen kann, du machst es aber so, dass wir umgekehrt anfangen und die Frage stellen, wer von euch ist bereit und in der Lage, sich zertifizieren zu lassen und nachher selber als Konsultationseinrichtung für andere zur Verfügung stehen, um das Konzept wieder weiter auszubreiten. So, und das haben wir dann also in Kooperation, liegt nahe, mit der Uni Halle für mich jedenfalls gemacht. Gleichzeitig haben wir den Prozess begleitet mit Literatur, Veröffentlichungen, und in diesen Veröffentlichungen zur Konzeption haben wir nicht einfach Ergebnisse vorgestellt, sondern möglichst Prozesse und Erzieherinnen selber aufgefordert, aufzuschreiben, was sie dazu denken und was sie an Erfahrungen gemacht haben. Ja,
Soweit ein Beispiel zur Konzeptentwicklung. War jetzt alles ein bisschen viel, aber wir können noch mal in die Diskussion gehen. Herzlichen Dank. Hast Punktlandung? Sie haben die Möglichkeiten nachzufragen. Trifft das, passt das zu dem, was wir am Samstag gemacht haben? Gibt es spezifische Nachfragen, also eine Form der Entwicklung? Ach, da hinten schon. Ja, zu der Zertifizierung der Access. Einrichtungen. Müssen diese Zertifikate auch nochmal wiederholt werden? Oder wenn man das einmal erlangt hat, den Status einer Early-Access-Zertifikation, bleibt er dann erhalten? Oder müssen die regelmäßig erneuert werden und neu geprüft werden? Erstmal brauchen die ohnehin 3 Jahre Praxis. Dann werden sie zertifiziert und nach 5 Jahren sozusagen ist dieser Status entweder zu erneuern oder verfällt. Ja. Bezugserzieher, können die Kinder ihre Bezugserzieher selbst wählen oder werden die Kinder zugeteilt? Das handhaben natürlich Einrichtungen unterschiedlich. Das ist eine wichtige Frage, weil wo Bezugserzieher draufsteht, ist nicht immer das gleiche Konzept drin. In unseren Einrichtungen ist es so, dass die Eltern mit den Kindern schon lange, bevor sie überhaupt in die Kita kommen, die Kita besuchen, sich angucken und Kontakt aufnehmen. Und dann sieht die Erzieherin, die zuständig werden wird, das Kind schon. Gleichwohl kann es sein, dass Kind und Bezugserzieherin nicht passen. Und dann findet man eine andere Lösung. Wenn die einfach nicht miteinander klarkommen, findet man eine andere Lösung. Es passiert nicht oft, aber es passiert. Und dann macht es keinen Sinn, dann hat das Kind nämlich keine Lust mehr in die Kita zu kommen, wenn es weiß, dass das seine Erzieherin ist. Das funktioniert nicht. Zumal die Bezugserzieherin ja den Prozess der Eingewöhnung, und das ist ein unglaublich intensiver Beziehungsaufbau, gestalten muss. Da merken sie schon, das geht was nicht. Ja. Ich habe eine Frage, wie viele Erzieher man denn hat und wie viele Kinder sind in der Relation, um sich das mal vorzustellen, wenn mehrere Erzieher immer ein Kind beobachten, ist es nämlich schon 18. Erstmal ist es so, dass sie es nicht alle gleichzeitig tun. Ne? Und das sind 5 Minuten beobachten. 5 Minuten ganz intensiv beobachten. Und viele signalisieren das auch den Kindern und anderen Erzieherinnen, indem sie so eine Mappe in der Hand halten, ja, und darauf schreiben. Das heißt, eine Erzieherin, die diese Klappe hat, ist eine, die gerade beobachtet und die verständigt sich auch dann mit ihren Kolleginnen. Ja, ich ziehe mich jetzt 5 Minuten raus und beobachte und seid ihr bitte zuständig. Und die Kinder können das auch entsprechend werden. Ja? Die wissen dann, aha, die beobachtet jetzt. Ja? Und das können ja beruhigt sein, irgendwann bin ich dann auch dran. Ja? Wenn jetzt Max dran ist, irgendwann wird die auch auf mich machen. Wie nah ist die Erzieherin bei der Beobachtung dem Kind? Also bekommt das Kind aktiv mit, dass es gerade beobachtet wird? Das ist eine interessante Frage, weil solche Fragen in den Einrichtungen auch selber diskutiert werden. Also die Frage zum Beispiel, soll das Kind immer sehen, dass es beobachtet wird? Ja? Wie nah gehe ich ran? Ja? Mache ich deutlich, dass ich gerade beobachte? Das sind Fragen, für die die Einrichtungen unterschiedliche Lösungen haben. Eine Einrichtung sagt zum Beispiel, als Antwort darauf, wir sagen das den Kindern nicht mehr, weil wir das Gefühl haben, dass sich dann die Kinder anders verhalten. Ja? Eine andere Einrichtung sagt, wir beobachten die Kinder möglichst so, dass es nicht auffällt,
hat allerdings das Problem, dass irgendwie dadurch ein Unwohlsein bei den Kindern entsteht, weil sie nicht genau definieren, was macht die Krankheit. Ja, das ist eine eher verdruckte Lösung, finde ich. Aber die Frage zu diskutieren, da kommt keine Einrichtung drum rum und da gibt es auch keine Patentantwort, weil es immer auch darauf ankommt, also was habe ich für Kinder, wie verhalten die sich, wie nah kann man überhaupt dran, ohne dass sich ein Kind gestört fühlt. Das eine könnte es nicht ertragen, wenn es im Abstand von 2 Metern beobachtet wird, ein anderes Kind findet es doch. Also das ist immer auch eine Frage also der Sensibilität der einzelnen Erzieherin gegenüber dieser Situation, dem einzelnen Kind, ist aber als Frage ganz, ganz wesentlich wichtig und muss in solchen Konzepten auch immer bedacht werden. Aber wichtig ist an solchen Stellen gar nicht die Antworten parat zu haben, sondern wirklich genau ihre Frage zu stellen und dann gemeinsam zu gucken, wie gehen wir damit um? Wonach suchen die Erzieher denn die Situationen aus, in denen sie beobachten? Also gibt es da Kriterien dafür, in welchen Situationen sie beobachten? Ja. Oder ist das einfach zufällig? Ja. Also wenn ich zum Beispiel den Fokus lege auf Wohlbefinden und Engagiertheit und ich ja vor allen Dingen rausnehme an, wann ist das Kind ganz dabei? Was interessiert es? Was ist ihm wichtig? Dann suche ich vor allen Dingen selbstgewählte Spielsituationen aus. Ja, wo es selber entscheiden hat und entschieden hat, das mache ich jetzt, das will ich jetzt. Selbstgewählte Tätigkeiten. Sie sehen, das hängt immer davon ab, was ich eigentlich sehen will, zu welcher Entscheidung ich dann komme. Wird in den erzieherischen Gruppenbesprechungen dann auch besprochen, was bei einem Kind dann als nächstes beobachtet werden soll, oder ist es eine freie Wahl der Bezugserzieherin? Also ich meine, also ist es gemeinschaftlich beschlossen, welcher Punkt jetzt in den Fokus wird bei einem Kind? Die Erzieherinnen haben ja, die entscheiden, welches weitere Kind beobachtet wird. Die haben ja Beobachtungsbögen als Grundlage. Die habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. In dem Buch Beobachten, Lernen ist sowas alles nochmal abgebildet. Und da ist aufgeführt, also Engagiertheitsskala und die Signale, woran man Engagiertheit erkennen kann, Wohlbefinden, Schemas, ja, und freier Raum gelassen für die genaue Beschreibung der Kinder. Das heißt, die wissen, worauf sie gucken. So ein Beobachtungsbogen ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss, ist einfach nur ein Instrument, um das Beobachten zu unterstützen. Ein Instrument kann man aber immer verändern. Ich habe Ihnen jetzt eben ein Beispiel genannt, ne, wo die also jetzt den Bogen verändert haben, gesagt haben, drunter sein, muss jetzt mit beobachten. Wie läuft das denn zum Beispiel mit Bezugserzieherin, 2 Wochen lang krank ist? Also können sich die Kinder dann einfach an jemand anderen wenden? Ja, Sie stellen wirklich wunderbare Fragen, weil die genau auch reflektieren auf die reale Praxis, mit denen es die Erzieherinnen zu tun haben und die auch von denen gestellt werden. Was mache ich, wenn die Bezugserzieherin krank ist? Vielleicht sogar 4 Wochen. Das muss, wenn ich aber weiß, dass immer mal wieder Erzieherinnen krank werden, übrigens je jünger sie sind, umso schlimmer wird es, weil die haben ganz eine Abwehr noch nicht gegen diese vielen Kinderkrankheiten. Dann muss ich dafür als Einrichtung irgendeine Lösung finden. Und eine Lösung, die Einrichtungen gefunden haben, heißt, ich habe zwar im Eingewöhnungsprozess eine Bezugserzieherin, die ganz intensiv eine Bindung aufbaut, habe aber gleichzeitig als Bezugserzieherin die Verantwortung dafür, das Kind nicht nur mit anderen Kindern bekannt zu machen und einzuführen in die Einrichtung, sondern auch mit anderen Erzieherinnen. Ja? Sodass, wenn sie krank ist, das Kind weiß, da gibt es nicht nur Christine, da gibt es auch noch Monika.
Ja? Und mit der habe ich schon das und das gespielt. An die kann ich mich wenden. Und die ist dann auch für mich zuständig. Das heißt, das sind alles Herausforderungen, die dazu führen müssen, dass man sich in der Einrichtung darüber verständigt, wie gehe ich damit um. Und da sehen Sie auch, wie wichtig bei Konzepten Verständigungsprozesse im Team sind. Das Team ist der Schlüssel. Wenn ich das nicht im Team tue, dann finde ich für sowas keine Lösung. Ja? Dann ist sie krank und dann steht das Kind dran. Das war's. Letzte Frage. Ich wollte nur wissen, in welchen Abständen die Kinder beobachtet werden. Also ist das einmal die Woche oder jeden Tag oder wonach richtet sich das? Ja, also es ist wirklich, weil genau, das ist auch eine weitere ganz wichtige Diskussion gewesen. Im Penn Green Center sind die Kinder also 6, 7, 8 Mal im Jahr beobachtet worden. Die haben wir auch einen Personalschluss von 1:4. Wie geht das? Und jedes Mal wurde dann auch mit den Eltern ein Gespräch geführt. Sie haben aber im Hinterkopf pragmatisch, was funktioniert, was geht, ohne Hechelei. Und wir haben festgestellt, wenn wir definieren, was wir schaffen mit dem Personal, was wir haben, dann wird das nicht mehr als 1 bis 2 Mal im Jahr funktionieren. Das ist wenig, betrachtet auf das einzelne Kind, aber viel, wenn alle Kinder dann beobachtet werden können. Und wenn ich mir mit vor Augen halte, welche Haltungsänderung mit dieser anderen Art, mit den Kindern zu arbeiten, sie zu beobachten, sie ernst zu nehmen, verbunden ist. Also bei allem, was wir machen, stellt immer die Frage, was geht denn? Ja, wie oft könnt ihr denn die Gespräche führen? Wenn wir die Ressourcen, das Personal nicht haben, dann geht es nicht, dass wir einen Anspruch wie im Penn Green Center 6, 8 Mal im Jahr. Ja, wir sollen das machen. Wir haben die Leute ja gar nicht. Ja, so schwierig ist Praxis. Aber so leicht manchmal. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen natürlich auch, wenn Sie das noch weiter interessiert. Frau Hebenstein-Müller hat ja gerade eine Website angegeben. Da sind auch Materialien, die sind dann auf der Website nicht sofort zur Verfügung. Aber die können Sie gerne bei mir im Büro ausleihen. Auch die Firma, die es dazu gibt. Also, wen das interessiert, kommen Sie einfach vorbei. Sie können sich die Sachen ansehen. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich für dieses Konzept. Ich hätte noch viele Fragen an Sie, aber da gibt es vielleicht mal ein anderes Mal Gelegenheit zu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und Ihnen eine gute Fahrt nach Berlin. Danke.